Ja, guten Morgen und herzlich willkommen hier zu Teil 6, Tag 6 meiner Radreise aus dem Allgäu wieder nach Hause, nach Havixbeck im Münsterland. Heute Nacht bin ich ja hier gewesen auf dem Campingplatz Maintal Resort und liegt hier direkt am Main. Hauptsächlich, wie ihr seht, Wohnmobile, Wohnwagen, ein paar Bötchen und noch so ein bisschen in der Aufforstung hier. Wir haben auch Schlaffässer. Dabei habe ich schon mit dem Gedanken gespielt gestern. Stehen aber noch nicht zur Verfügung, müssen noch gestrichen werden. Wir haben fast Mitte Mai und der Campingplatz ist noch gar nicht voll intakt sozusagen. Egal, das, was ich gebraucht habe, habe ich bekommen. Nämlich hier frische, warme Wäsche, eine Waschmaschine und einen Wäschetrockner. Tippitoppi, da wurde auch mal Zeit, ne, dass die Sachen mal durch die Maschine gehen. Und hier gegenüber bei dem Discounter, wo ich gestern noch eingekauft habe, wo ich mir die Schokolade gekauft habe für die gute Laune. Da nebenan ist auch direkt so ein kleines Bistro-Rante, heißt das. Hat hier so ein Bistro, ja, guckst mal, ob du ein Baguette bekommst. Nee, da gab es richtig was auf dem Teller. Eine richtig schöne, leckere Pizza gestern Abend. Und dann hatte ich auch die nötige Bettschwere und es hat irgendwie die ganze Nacht geregnet, weiß ich gar nicht. Also die erste Stunde jedenfalls, mehr habe ich nicht mitbekommen. Ich habe geschlafen wie ein kleines Kind, tippitoppi. Und darum geht es direkt weiter, ist gleich 7 Uhr. Ich zoome hier um die Ecke jetzt den Bäcker auf und dann starte ich erstmal schön mit einem leckeren Frühstück in den Tag. Ja, ich habe jetzt gerade hier super gefrühstückt in der kleinen Bäckerei hier. Alles direkt in der Nähe vom Campingplatz, also von daher absolut zu empfehlen, dieses Örtchen hier. Gerade beim Rausfahren Campingplatz noch gesehen, da war ja auch die Bahntrasse. Ich habe doch mal einen Zug gehört, aber wenn man richtig müde ist, ist das auch kein Problem. Ich fahre jetzt hier weiter. Der Himmel sieht ja noch so ein bisschen verhangen aus, aber ich weiß, Wettervorhersage, da wo ich hinfahre, da wird es nachher besseres Wetter werden. Und muss mal eben an der Seite stehen, auf der Straße. Und darum heißt der Tag heute, die Tour heute vom Main zum Rhein. Und warum ich das so mache, ich suche mal ein ruhigeres Eckchen, erzähle ich euch dann gleich. Diese Ruhe am frühen Morgen, echt herrlich. Das mit vollem Bauch, lecker Frühstück. Was willst du mehr? Jetzt muss ich die Ruhe schwer zerstören. Die Südspessarthalle. So, dann mache ich mich mal auf den Anstieg hier. Und mein Navigationsgerät habe ich jetzt auch dazu gebracht, gestern Abend noch mir die Anstiegsdaten anzuzeigen. Diesen extra Bildschirm. Ich halte mal kurz an und dann zeige ich euch das. So, wie man hier schön sehen kann, steht da oben jetzt Anstieg 1 von 2. Das heißt, der zweite kommt in 8,56 Kilometern. Restdistanz von diesem hier 4,6 Kilometer und 296 Höhenmeter, ist auch rot und aktuell befinde ich mich auf 171 Meter über normal Null und da kommt noch einiges an Steigung und das ist einfach ganz praktisch zu wissen, wenn man in der Gegend unterwegs ist, wo man sich halt nicht auskennt, wann man wirklich oben ist. Ich meine, Komoot hat das ja auch, wenn man mit Smartphone, mit dem Handy navigiert, hat man auch, kann man sich diese Welle anzeigen lassen, aber das hier schon sehr genau und auch wirklich die Steigung, wie sie variiert. Dass man ungefähr eine Idee hat, was da noch kommt. Also hier geht es ordentlich rauf. Stabile 6-8%. Guck, die haben hinten kein Licht am Auto an. Unglaublich, ne? Ich mache mir hier Gedanken, dass ich gesehen werde mit meiner gelben Jacke, Licht am Fahrrad und alles. Und ich fahre mit dem Auto hier ohne Licht rum. Unglaublich. Ich habe mir heute Morgen direkt am Campingplatz die dicke Jacke drunter gezogen und ja, ich bereue das jetzt nicht, aber ich muss sagen, frieren ist anders. Wird schon ganz gut muckelig, ne? Muss ich gleich mal oben gucken, beziehungsweise nach der Abfahrt, wie es dann ist auf der anderen Seite hier von dem Hügel,
wenn ich Richtung Rhein komme. Und da scheint die Sonne. Die ganz große Hoffnung. Der letzte Kilometer. Ich fahre natürlich wieder sehr akkuschonend hier hoch, also im Tourmodus. Stabil 7 bis 8 km/h und ja, schätze mal so 80er Trittfrequenz, die ich ganz stabil halte, damit keine ruckartigen Bewegungen kommen, dass der Motor nicht immer ruckartig plötzlich Energie abgeben muss, weil ich da plötzlich schneller fahren will oder irgendwas, um den, wie gesagt, den Akku möglichst zu schonen, dass ich da möglichst weit mitkomme heute. Noch ein Höhenmeter. Dann bin ich auf dem Gipfel. Und dann habe ich 333 Höhenmeter jetzt gemacht. So. Und dahinter sieht es doch schon viel heller aus. Da bin ich wohl gerade den Mönchberg hier hochgeradelt. Im Naturpark Spessart. Auch eine schöne Wandergegend, auf jeden Fall. So, Faxe, wie sieht's bei dir aus? Alles okay? Was hast du denn da im Kopf? Sag mal, hallo. Warst du gestern nicht duschen nach der Tour? Nee. Mann. Ja, Freunde, das habe ich mir jetzt aber auch verdient hier. Sechzig. Ah, es reicht auch mit dem Gepäck. Wollt ihr ja nicht übertreiben. Kilometer 9. Herzlich willkommen in Markt Mönchberg, Kreis Miltenberg. Gerade dachte ich schon, hier Bäckerei, komm. Noch mal ein zweites Frühstück, aber leider geschlossen. Ja, jetzt hier direkt hinter Mönchberg, Kilometer 10. Der erste Strich am Akku ist verschwunden. Der hat ja sonst immer ja, so 60 Kilometer. Da ja mit hingekommen, immer schön Akku schon gefahren. Aber es war morgen auch definitiv nicht drin. Ich war gespannt, ob ich heute noch hier Reichweitenangst bekomme, was das wird. Wäre mal eine Herausforderung. Ich habe so ein bisschen Schiss, dass ich nach in Rückenlage komme mit dem Gewicht hinten drauf. Und das Rad vorne abhebt. Aber ich habe ja jetzt ganz viel Schokolade vorne in die Taschen gepackt und eine kleine Flasche Cola. Vielleicht hält die das Gegengewicht. Und ich freue mich jetzt, dass ich hier bei Mönchberg entspannt auf dem Radweg fahren kann, auf dem guten Radweg fahren kann. Denn da diesen Berg gerade hoch, da fühle ich mich nicht so wohl bei. Die Autos haben durchweg alle gut Abstand gehalten. Und wenn von vorne was kam, haben die hinten auch wirklich angehalten oder sind hinter mir hergefahren halt. Und kann ich nicht meckern, auch keiner gehupt oder sonst was. Aber trotzdem, ne, die fahren da teilweise ja ohne Licht. Und ich weiß auch nicht, wie aufmerksam die dann sonst sind, wenn das deren gewohnter Weg zur Arbeit ist. Also diese tägliche Routine kommt dann nicht jeden Morgen vor, dass da so ein Bekloppter wie ich mit dem Fahrrad, gerade wenn es hell wird, ihm mit den Hügel darauf strampelt. Ne? Aber ist ja gut gegangen.
Da stand gerade ein Schild an der Straße. Herzlich willkommen in Schurfranken, da wo die Welt am schönsten ist. Ich bin mal gespannt, ne? Hier in Schurfranken. Zumindest der Himmel sieht schön aus. Vielversprechend. Ich muss mich jetzt noch mal korrigieren. Das Schild jetzt gerade noch mal gesehen. Da stand drauf Schurfranken, da wo der Main am schönsten ist, nicht da wo die Welt am schönsten ist. Ich hätte natürlich auch jetzt die ganze Zeit am Main entlang fahren können, um hier anzukommen. Das wären aber, ich glaube, 30 Kilometer, 20 bis 30 Kilometer, irgendwie sowas. Muss ich mal genau nachgucken, wäre länger gewesen. Und habe mir gedacht, komm, Augen zu und rüber, dann schaffst du es heute auch bis zum Rhein. Das wäre sonst heute wahrscheinlich nicht drin gewesen, an Streckenlänge. Weiß ich auch nicht, wollte ich nicht ausprobieren. Einmal über den Berg, fertig und... Jetzt geht es hier weiter und dann erkläre ich gleich nochmal, warum ich jetzt nicht den Liebesradweg fahre, obwohl ich es gestern noch erst angekündigt habe und warum es jetzt an den Rhein geht. Guck mal, so eine Flusskreuzfahrt hier. Kreuzfahrt ist auch so ein Thema, ne, bei meiner lieben Frau Andrea und mir. Vielleicht zum Üben erstmal. Eine Flusskreuzfahrt? Weiß ich gar nicht, wenn ich so eingesperrt bin. Auf so ein paar Quadratmeter. Ob das gut geht. Hier nochmal das schöne Schild. Schurfranken, kommen Sie leben. Willkommen in Großwallstadt. Ja, und hier bei Großwallstadt verlasse ich jetzt endgültig den Main und quere jetzt rüber zum Rhein. Ziel ist dann Mainz und ich fahre jetzt praktisch südlich von Frankfurt, nördlich von Darmstadt quer rüber, so eine Überführungsstrecke. Mal gucken, ob es etwas Schickes auch zu sehen gibt. Ich habe das jetzt nach kurz und einfach zu fahren geplant. Und der Grund ist ganz einfach, Limes-Radweg hatte ich mir erst ausgeguckt und war bestimmt interessant. Werde ich auch bestimmt noch mal machen. Problem jetzt nur hier, von dem Campingplatz, wo ich losgefahren bis zum nächsten Campingplatz, wäre Gießen. Wären das so 140, 150 Kilometer mit 1200 Höhenmeter. Und das ist mit einer Akkuladung nicht zu machen. Auch wenn ich sehr viel ohne Unterstützung fahre, das ist schon dann eine Herausforderung. Ich bin jetzt auch schon eine Woche bald unterwegs. Ich bin ja schon das Wochenende mit den Eckhard Devils unterwegs gewesen, sind wir auch gefahren. Das steckt ja auch irgendwo in den Knochen drin. Ne? Bin ja auch nicht mehr der Jüngste. Nein, da muss ich mal gucken, dass ich mit den Kräften auch sinnvoll umgehe und dann auch wirklich Tagesetappen plane, die realistisch sind. Darum habe ich jetzt entschlossen, ich fahre rüber nach Mainz und dann den Rheinradweg Richtung Köln erstmal. Und dann schauen wir mal weiter. Da kenne ich mich dann ja so langsam auch nach außen der Gegend. Da komme ich ja in meine Heimatregion. Jetzt mal die Regenhose und die Regenüberschuhe ausgezogen. Man sieht das schon an den Schuhen jetzt hier. Die sind nass, weil die Regenüberzieher von ihnen noch ein bisschen nass war. Es hat noch gar nicht geregnet hier heute. So, dann mal wieder einklicksen. Ups. Weiter geht's. Kilometer 33, hier herzlich willkommen in Großostheim, mittlerweile auch im Landkreis Aschaffenburg. Das ist doch hier schon wieder Sightseeing nach meinem Geschmack. Ich habe jetzt ja auch mal ganz mutig seit Tagen das erste Mal die Regenjacke ausgezogen. Dann kann die sich auch mal die Tasche von innen angucken. Und dann kann die Jacke hier auch mal ein bisschen die Gegend sehen.
nehme jetzt heute Morgen mal wieder ein bisschen bewusster die Umgebung wahr. Wenn ich so schaue, jetzt der Kirchturm, man kann da hinten erkennen, hinter den Bäumen, das sind ja alles wieder in Anführungsstrichen klassische Kirchturmspitzen, so wie ich das auch kenne von zu Hause. Keine Zwiebeltürme mehr. Die Gegend verändert sich. Kilometer 47, mittlerweile gleich 11 Uhr. Babenhausen, Kreis Darmstadt, Dieburg. Was dann wohl das Autokennzeichen DI ist. Und ich befinde mich auf der Deutschen Fachwerkstraße. Guck mal an. Also das Stadttor, ich weiß nicht, zu welcher Stadtmauer das mal gehört hat. Vielleicht gibt es hier ein Schild. Natürlich gibt es ein Schild. Wasserturm. Im Bauhausstil. Siehst du wohl? Wieder was gelernt. So, heute ist dann Dudenhofen. Den hatte ich mir ausgeguckt, um da mal ein kleines Päuschen zu machen. Um mir ein bisschen Energie zuzuführen. Und auch dem Fahrrad. Ich habe nämlich bei Komoot geschaut und da ist eine Ladestation öffentlich, 24 Stunden zugänglich. Schauen wir mal. Mal davon abgesehen, dass in dem Moment, wo ich hier angekommen bin, jemand den Hochtourenreiniger angemacht hat, ist hier auch wieder die Lademöglichkeit vom Bike Energy, wo man halt ein spezielles Kabel für haben muss. Ne? Das stand bei Komoot natürlich nicht dabei. Und der hat jetzt von unten auch die Schuko-Steckdosenmöglichkeit, wie die gleiche Säule, die ich da vorgestern gefunden habe, gibt es hier nicht. Ja, habe ich gar keine Chance zu laden. Schönen Dank. Man sagt ja, zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, aber hier hätte man vor einer Stunde wahrscheinlich auch zur falschen Zeit am falschen Ort sein können. Ich gucke, wie die Sträucher da gerade runtergehangen haben, wie nass es hier dann war. Mittlerweile bin ich jetzt knapp 70 Kilometer geradelt, 12 Uhr mittags ist schon gewesen. Ich wollte das Päuschen machen an der Ladestation, an der ich nicht laden konnte. Ich war ein bisschen angefressen, darum habe ich mal jetzt 10, 20 Kilometer die Klappe gehalten. Und angefressen nicht, weil ich hätte laden müssen. Und auch nicht, weil das eine Ladestation ist von NBW, wo man ein spezielles Kabel braucht, sondern das Komoot in der App einfach anzeigt, ja, 24 Stunden Laden möglich und es ist okay. Ne? Und ich habe ja Komoot Premium, das kostet ja auch richtig Geld im Monat. Und von daher finde ich das so ein bisschen, ich werde das hinterfragen bei Komoot. Und ich weiß ja, die holen sich die Daten aus dem OpenStreetMap-System. Habe ich auch schon mal ein Video gemacht, erklärt, wie man da selbst Daten reinbekommt. Und ich werde mir die Ladestation auch nochmal genau anschauen, was da dazu drin steht. Ne? Und was ich noch nicht gemacht habe, das machen wir gleich mal zusammen. Ich gucke mal gleich einfach bei eStation, bei einer anderen App, ob das dabei gestanden hätte oder ob da ein Foto gewesen wäre, dass ich das hätte wissen können. Ne? Aber nichtsdestotrotz ärgert mich das, wenn man mit Komoot dann sowas plant, dass sie Geld dafür nehmen, Daten woanders abgreifen, die sie selbst gar nicht sammeln und der ganze Kram dann auch noch nicht mal stimmt. Ne? Tja, merkst du nix. So, und ich habe mich jetzt verfahren. Strecke ist gar nicht mehr hier drauf, Streckenabweichung. Das kommt vom ganzen Aufgerege. Wenn sich das dann durchsetzt mit diesem Rosenberger Stecker, heißt der, ja, ich zeige euch den mal eben, den man da braucht für diese NBW-Ladestation, dann kann man sich so ein Ding ja auch anschaffen. Ne? Bei uns in der Gegend gibt es das so nicht.
Das ist ja eine super Sache, weil man gar kein Ladegerät dabei haben muss, einfach nur ein Kabel. Und von daher habe ich so ein Ding auch nicht. Ich mache mir mal schlau, was das kostet. Habe gerade schon mal versucht, ein bisschen zu googeln, aber jetzt keinen Preis gefunden. Rosenberger Stecker hat mein Stromer. Das Speed Pedelec, das hat auch so einen Rosenberger Stecker, aber hat ja eine ganz andere Ladespannung. Und von daher werde ich mich mal schlau machen und auf jeden Fall Kontakt mit Komoot aufnehmen. Und ihr werdet da auf dem Laufenden gehalten. Ne? Und das kann ja echt nicht sein. Das ärgert mich am meisten. Geld für etwas nehmen, was man selbst gar nicht herbeischafft, sondern woanders abgreift. Und dann ist es falsch. Das geht nicht. Ach, wie gut, dass es heute nicht regnet. Ich frage mich dann allerdings gerade, warum es so dunkel geworden ist. Wie war das noch mit zur falschen Zeit am falschen Ort? Ja, Freunde, ich weigere mich aber jetzt deswegen, die Regensachen anzuziehen. Noch überall hier nett Bänke zum Hinsetzen, hier eine Bank, eine Sitzgruppe, aber glaubt man nicht irgendwas Überdachtes, ne? Aber Bänke ohne Ende. Ist das hier so beliebt oder ist das hier so ein Bankfriedhof, wie so ein Autofriedhof? Man weiß es nicht. Ich bin jetzt hier so, ich weiß gar nicht, wie der Ort heißt, aber unterwegs zwischen Darmstadt und Frankfurt. Und dementsprechend wird die Wohnbebauung hier auch ein bisschen höher. Ne? Weil es ein bisschen dichter besiedelt, das Ganze. Guck mal, das ist hier sogar. Hast du das Schild nicht gesehen oder was? Dann nehmen wir sogar die Radfahrer die Vorfahrt. Aber guck mal, das ist jetzt so 10 Meter hinter dem Hochhaus von der anderen Seite hier. Da sieht es schon wieder richtig schnuckelig aus, ne? Hätte ich jetzt gar nicht so erwartet. Die nicht so kooperative Ladestation vorhin, das war bei mir ja Kilometer 55. Und jetzt haben wir es Kilometer 76, ist also 21 Kilometer her. Und ich gucke, seitdem gucke ich mir irgendwas aus, wo ich mich hinsetzen kann, wo ein bisschen was drüber ist. Eine Bushaltestelle, am liebsten natürlich schon so ein Hütchen im Wald, hätte ich was gesagt. Irgendwas, was hübsch ist, wo ich trocken bleibe auf jeden Fall. Und mal ein bisschen was essen kann in Ruhe, vielleicht mal einen Kaffee kochen. Tja, gibt's hier nicht. Mal gucken, ob man hier irgendwie die Ideallinie findet. Und so ein matschiger Boden bei meinem Gewicht, das bremst schon ganz gut. Ne? Ich habe ja Straßenreifen drauf. Das ist ja nicht so die Bereifung für so ein Gelände hier. Ne? Unterwegs bin ich hier gerade im Regionalpark Rhein-Main. Ich hoffe, man kann mich jetzt verstehen bei dem Lärm hier an der Autobahn. Hier kann man schön sehen, es ist eine Teststrecke bei Frankfurt mit Oberleitung für die LKWs. Ich könnte mal einen Moment hier stehen, aber wenn einer vorbeifährt, der auch das nutzt, die Oberleitung. Ich weiß auch überhaupt nicht, wie weit das überhaupt genutzt wird. Ob das so eine Testanlage jetzt so ist, wo ein Test-LKW fährt oder ob da hier im Großraum Frankfurt da wirklich schon Firmen mit unterwegs sind und das sozusagen im Realbetrieb nutzen. Ätzend, ätzend, ätzend hier. Zum Glück ist das nur heute so. Morgen geht das wieder schön idyllisch weiter, den Rhein entlang.
eine letzte Autobahnbrücke auf dem Weg zum Rhein. Und das ist für mich jetzt der direkte Weg hier nach Rüsselsheim. Rüsselsheim am Main. Herzlich willkommen in Hasloch bei Kilometer 90. Jetzt können wir mal vergleichen zu den letzten Tagen den Maibaum jetzt hier in Rüsselsheim. Rüsselsheim ist ja Hessen. So, in Hessen ist oben auch ein Kranz dran am Maibaum, aber kein Tannenbaum obendrauf und unten auch kein Geschmücke. Also hier wundert es auch nicht, dass unter den Radfahrschildern dann keine Routen noch sind. Hier, was ich hier, schönste Stadtrunde, Rüsselsheim oder sonst was. Hier willst du einfach nur durchfahren. Ich jedenfalls. Was man mit Rüsselsheim ja direkt verbindet, ist immer Opel. Und ich hatte Grün, ne? Ich bin kein Fußgänger, nur zur Info. Und wie ich es gesagt habe. Ich habe ja selber auch Opel gefahren. Aber meiner kam nicht aus Rüsselsheim, sondern aus Bochum. Ich hatte ja zweimal einen Saphira. Und die wurden ja noch in Bochum gebaut. So, hier mal wieder ein bisschen Flugzeug gucken. Rüsselsheim ist hier wohl die Landeeinflugschneise. Und ich freue mich auch mal wieder ein paar Bäume zu sehen. Und ich darf hier sogar reinfahren. Tippitoppi. Mainz noch 8,4 Kilometer. Als wir unser Haus gebaut haben, 2003, ich habe es ja mit eigenen Händen gebaut sozusagen. Wir haben den Schlüssel fertig bauen lassen, ich habe dabei natürlich ein bisschen mitgeholfen. Und man durfte auch Entscheidungen treffen. Und wir hatten damals die Wahl, weil wir an der Landstraße wohnen, wo man gelegentlich ein Auto vorbeifährt, ob wir dreifach verglaste Fenster nehmen, weil ein Kinderschlafzimmer zur Straße rausgeht. Oder ob wir so eine Belüftung machen, dass man die Fenster gar nicht öffnen kann, sie nicht zu öffnen sind. Irgendwie sowas, dass es ganz dicht ist. Wenn ich mir dann vorstelle, ich wohne hier mit dem Fluglärm, was haben die denn für Scheiben hier? Fünffachverglasung oder was? Verrückt. Aber schön jetzt hier zu fahren so. Ja, nach dem ganzen großstädtischen Grade, das ist für mich ja immer Stress, ne? Diese Ampelkreuzung, wo du nicht sicher sein kannst, dass du auch, wenn du als Fahrradfahrer da auf Grün gedrückt hast, weil die Autos wirklich anhalten, wenn sie rot haben. Ist mir gerade auch passiert, hatte ich die Kamera aber aus. Und von daher genieße ich das jetzt hier. Aber ich habe es mir selber ausgesucht, diese Überführungsetappe. Wie war das noch? Ich habe mir das hier ausgesucht, auch weil hier die Sonne scheint. Ja gut, gerade so ein bisschen flüssiger Sonnenschein. Das kenne ich ja schon. Ist ja auch interessant. Hier mitten auf der Brücke wechseln die Städte. Wiesbaden, Stadtteil Mainz, hast du nicht gesehen. Und andere Seite war Gustavenburg. So. So, verehrte Zuschauer, liebe Fahrgäste, Kilometer 108,46 ganz genau heute. Nach 6 Stunden und 52 Minuten Fahrzeit. Herzlich willkommen
in Mainz und herzlich willkommen am Rhein. Tippitoppi. Das letzte Mal, als ich mit dem Fahrrad hier am Rhein war, das war, als ich den Rheinradweg gefahren bin, von Basel bis nach Hause ins Münsterland. Das war Ostern 2019, dürfte es gewesen sein. Und da bin ich auf der anderen Rheinseite geradelt, bin dann da reingekommen. Von Worms kommt man dann da. Und weiß nicht, da war hier am ganzen Rheinufer, auf der anderen Seite war große Kirmes. Und ich radel jetzt weiter, hinten um die Kurve und nach rum hier. Und da hinten, wo die Sonne scheint, da suche ich mir einen Campingplatz. Ui, das war ein bisschen knapp, mein Freund. Dong. Nur einmal kurz jetzt gerade mit dem Spiegel gegen den, ich glaube Fender heißen die Dinger, ne? Wieder runterhängen, dass man nicht an die Hafenmauer kommt. Gekommen. Nichts kaputt gemacht. So langsam steigt die Spannung. Hoch, hoch, hoch. Sollte ich mal lieber hier. Eltville. Da möchte ich hin. Das ist das Ziel. Und da war ich, als ich den Rheinradweg gefahren bin, ja auch auf dem Campingplatz. Und der hat mir sehr gut gefallen. Das weiß ich noch. Der hat einen Biergarten dabei, gibt es was zu essen auf dem Teller. Und ja, Auto abwarten, so. Und ich bin mal sehr gespannt, ob es den so noch gibt wie damals. Dann durch die Corona-Jahre hat sich ja doch einiges geändert in der Campinglandschaft. Ich drücke mir mal die Daumen. Und dem Campingplatzinhaber natürlich auch. So, jetzt fallen mir alle meine Sünden wieder ein. Ja, ne, bei mir ist auch immer irgendwie was anders, als ich das gedacht habe. Die Navigation war am Ende nach 124 Kilometern, aber kein Campingplatz. Ich habe nämlich gar nicht den Campingplatz als Ziel eingegeben, als ich gestern Abend im Zelt geplant habe, spontan, sondern ich habe hier den Ort aber eingegeben. Eltville, da konnte ich mich noch daran erinnern. Und der Campingplatz ist noch ein paar Kilometer. Ja, ne? Schauen wir mal, dass ich da noch ankomme, bevor die zumachen. Nein, aber ist ja noch früh. Wir haben es jetzt 16:47, sind 5 Kilometer. Das ist wohl machbar. Ja, liebe Leute, ich habe es dann doch endlich jetzt geschafft zum Campingplatz hier in Hattenheim, heißt das genau. 128,61 Kilometer, sagt mir das Entuvia. Und ja, vor genau 4 Jahren war ich ja hier. Da habe ich irgendwann mein Zelt aufgebaut gehabt, weiß ich noch. Und diesmal habe ich mich in Nähe Stromkasten platziert. Und sonst sieht der Campingplatz eigentlich noch genauso aus, wie er damals ausgesehen hat. Von daher bin ich mal gespannt, was ich gleich noch auf den Teller kriege.